Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension mit den Masters of the Universe Origins Figuren von Mattel. Und heute eine Figur, die ich selber gar nicht so, ja, auf meiner Liste hatte, die sich aber gewünscht wurde, als sie das erste Mal dann gesichtet wurde. Und ja, da konnte ich natürlich dann auch wieder nicht Nein sagen. Die Bilder, die ich vorher gesehen hatte, hatten mich nicht unbedingt überzeugt. Die Figur ist ja eine Adaption nicht aus der Original Vintage Toyline, sondern eben aus der 2000X-er Cartoon-Serie. Da kam ich eben gerade nicht drauf, auf das Wort Cartoon, Entschuldigung. Und die Figur, die damals rauskam in der Figurenreihe, hatte schon ein bisschen mehr Biss, also von der Bemalung her. Zumindest, wenn man die beiden Figuren dann im Netz auf Bildern eben nebeneinander hält. Allerdings so bin ich jetzt doch ganz angetan, vor allem auch durch die austauschbaren Gliedmaße, die wir bei den Origins haben. Ja, deswegen stehen jetzt ein paar Figuren mehr auf dem Tisch. Es ist natürlich wieder eine Figur, die so gesehen aus Bauteilen, nicht nur so gesehen, sondern die aus Bauteilen zusammengesetzt ist, die soweit schon bekannt sind. Auch das Zubehör ist soweit bekannt, aber sie hat eben einen komplett neuen Paintjob, also eine komplett neue Bemalung erhalten. Ja, Snake Teela aus der 2000X-er. Man sieht auch, ich musste die Figur schon von der Karte reißen. Der Geburtstag, wo sie denn dann überreicht wurde, ist auch schon ein bisschen her. Und da konnte man natürlich jetzt nicht warten, bis Vater dann irgendwann mal auf die Idee kommt oder mal die Zeit findet, dann eine Besprechung von der Figur eben zu machen. Erstmal nochmal auf dem Blister. Ich habe sie jetzt erstmal so weit wieder eingepackt, wie sie vorher auch war. Außer, dass jetzt halt die Bänder ab sind, mit der die Figur immer noch, am Blister, an der Verpackung halt befestigt ist. Und hinten drauf ist auch wieder eine schöne Illustration und eben noch Figuren, die in der Wave, in der einen Snake Wave eben auch mit erschienen sind. Da waren dann noch der Snake Trooper mit dabei, King Randor und der Slamurai. Ja, Slamurai ist noch so ein bisschen fraglich. Mal gucken. Ja, die Illustration zeigt Teela, die wohl, oder Snake Teela, die dann wohl unter einem Bann von King Hiss steht. Zumindest zeigen das diese komischen Schlangen, magischen Schlangenbeschwörungsgebilde, die eben von King Hiss ausgehen. Und man sieht auch He-Man in der Snake Armor, auch eine Adaption aus der 2000X-er Reihe. Und ja, da sieht sie auf jeden Fall auch schon recht bissig aus. Und ja, da würde ich mal sagen, raus mit ihr. Ist ja nicht allzu schwer. Also wir haben ja erstmal wieder einen Comic mit dabei. Ne, da verbrüdern sich dann besser. Ah ja, King Randor, aber auch dann eben in der 2000X-er Version. Und ja, Slamurai, die reichen sich da die Hände. Und Teela unten etwas drohend. Und das Ganze hat keinen Namen. Ja. Und ja gut, die beiden trainieren dann halt zusammen, Randor und Slamurai, ne? Und ist ja nur ohne Sprechblasen, man muss sich so ein bisschen was auch immer zusammenreimen. Und so wie es aussieht, tritt dann Teela wohl, irgendwie bekommt sie halt den Bann aufgelegt oder auferlegt von King Hiss in seiner vollen Pracht. Gut, dann Snake Armor Man at Arms taucht da noch mit auf. Oder Serpent Claw Man at Arms taucht da noch mit auf. Ein paar Snake Trooper tauchen damit auf. Und ja, irgendwann wird dann, glaube ich, auch dann Teela, da wird sie auch wieder zurückverwandelt. Also steckt da eben Teela drin, die unter einem Bann steht. So zumindest in diesem kleinen Heft. Dann auch wieder der Zettel mit den austauschbaren Teilen. Ne, also wir können da nachher nochmal richtig schön auch die Figuren mischen. Was ich gerade bei dieser Figur sehr interessant finde, gerade auch wenn man so ein bisschen Diorama-Bau macht oder irgendwie so, kommt das, denke ich mal, schon recht gut. So, dann hat sie noch ein bisschen Zubehör, einen Stab und ein Schwert, aber auch bekannte Formen. Und ja, meine Damen, jetzt wird es ein bisschen eng, zumindest für mich. Also ganz schön, ja, unter Kontrolle. Warte mal. Ich versuche sie hier vorne erstmal hinzustellen, dann meinen Tisch ein bisschen frei zu machen. Und die lege ich jetzt erstmal an die Seite. Ja, wie steht sie denn? So wie aus der Packung raus. Ja, ein bisschen runter. So, Artikulation braucht man jetzt, denke ich mal, nicht viel zu sagen. Kugelgelagerter Kopf, dann Drehbeugegelenke in den Schultern, Drehbeugegelenke in den Ellenbogen. Ja, so. Und Schwenkgelenke. Dann, also einmal so.
und Drehgelenke in den Händen. Die Hand läuft genauso, also sie knickt halt ein und geht nicht rauf und runter. Dann das Drehgelenk im Bauchbereich. Die Dreh- und Beugegelenke in den Oberschenkeln, dann Dreh- und Beugegelenke in den Knien und über den Stiefeln dann auch nochmal die Drehgelenke. Allerdings ein paar Teile hat sie halt neu bekommen. Und zwar, was man hier noch bei den kleinen Figuren sieht, sind eben die Stiefel, die hier oben noch dieses Teil gleich mit dran sitzen haben. Was schon mal sehr gut ausschaut. Das Ganze nochmal so ein bisschen Schienbeinschoner dann verleiht. Die Arme sind die, die wir bislang auch schon kennen. Das Oberteil auch nicht, denn sie hat jetzt hier diese Schulterklappen drauf, die auch keine der anderen Figuren hat. Und auf der Rückseite noch eine Schlaufe, wo dann eben das Schwert platziert werden kann. Fupp, da ist es drin. Ja. Das Schwert selber ist das gleiche, wie auch der Thieler beigelegen hat, die ja auch eine 2000X-Adaption ist, die zusammen mit Soa herausgekommen ist. Also hier nochmal das gleiche Schwert, eben dann in grün. Und den Cobra-Stab, den es auch schon jetzt in der vierten, meine ich, Ausführung gibt. Das ist hier bloß einen beigelegt. Das ist ja so ungefähr die, ist meine ich, aber ist von der Eternian Goddess. Der ist ein bisschen von der Farbe ein bisschen anders als der von der normalen Thieler. Aber ja, da müsste jetzt noch einer daneben sein. Aber das sind halt so die drei Grundfarben, die es jetzt auch von dem Stab gibt. Und ja, eigentlich müsste man jetzt nicht die Original-Thieler mit den, ja, die hat noch diesen Fleischlappen an den Knien. Und das ist schon die, zum Glück auch die neue Version. Gut, dass sie die Knie damals überarbeitet haben. Eigentlich müsste man die nehmen. So. Unterschied ist ja, die hat auch schon den Pferdeschwanz, also den 2000X-er Pferdeschwanz. Bei der Filmation-Reihe war der, und auch bei der Originalfigur war der Pferdeschwanz, oder waren die Haare ja hochgesteckt. Und dann so mit der Tiara dann halt so verknotet. Und eigentlich müsste man die beiden Figuren mischen. Obwohl natürlich jetzt hier sehr viel Gelb-Gold mit dabei ist. Und das Ganze, die Armor hier, ist mir in Kupfer gehalten. Aber ja, schauen wir einfach mal, was man daraus machen kann. Den Kopf würde ich mal beibehalten. Das hier auch. Könnt ihr mal den einen Arm. Hoffen wir mal, die Arme sind. Pop! Wunderbar. Habe ich den Arm rausgerissen. Da finde ich aber diese Arme wiederum besser, weil die Rüstung hängt auf wie fest. Gut, kriegst du doch den Arm. Zack, geht leicht da raus. Also vielleicht wäre ein bisschen doof, wenn sie jetzt den falschen Arm irgendwie angesteckt bekommt. Aber der Arm, komischerweise der linke, geht ein bisschen schwerer raus. So. Dann den da wieder reingesteckt. Plöpp. Und vielleicht die Beine noch. Ne? Also das Unterteil würde ich jetzt am Bauch nicht trennen. Aber ist natürlich blöd wegen der Stiefel. Aber die einzelnen kann ich, glaube ich, jetzt nicht. Warte mal. Es wird angezeigt, dass man die Stiefel tauschen kann. Okay. Aber eigentlich die Beine ja auch. Ne? Oh Gott, wenn die Figur jetzt kaputt geht. Dann, nee, das kriege ich nicht ab. Dann ziehe ich sie hier ab. Will jetzt auch nicht unbedingt zu sehr irgendwo dann rumreißen. Dann kriegst du den, dann kommt der da drauf. Ja, verwandelt sich das Ganze halt so ein bisschen in so einen anderen Farbton. Aber da kann man schon mal so ein bisschen die Verwandlung dann auch darstellen. So, sie wird dann langsam so zur Schlange. Oder die eine Hälfte, ach nee, komm mal, das Bein kriegt ja nicht ab, ne? Nee, irgendwie nicht. Wäre jetzt cool gewesen. Aber wie gesagt, ich will da jetzt nicht dran rumreißen, nicht, dass da versehentlich dann doch was abbricht. Denn manchmal hängen ja auch die absteckbaren Sachen sehr fest zusammen. Ja, und dann kann man hier ihn daneben stellen, so Beschwör, Beschwör. Ne? So, dann so. So vielleicht. Ne? Dann kriegst du ein bisschen Übergewicht. Jetzt brauchst du ein bisschen was in der Hand nach vorne. Und das Gewicht mal ein bisschen, naja, obwohl so schwer sind die Sachen ja nicht. Das mit dem Stehen ist hier ein bisschen problematisch. So, der beschwört halt, ne? Und sie wird dann halt zur Snake-Thieler, ne? Und Sklavin von King Hiss. Boah. Kann man machen. Aber ich glaube, ich baue die lieber wieder um, weil kommt, glaube ich, nicht so gut, wenn Madame die dann
so sieht. Ich baue die eh nochmal um, um nochmal so ein bisschen die Details anzuschauen. Denn das ist das, wo ich zuerst eine Befürchtung hatte, dass es vielleicht nicht ganz so gut aussehen könnte. Huch, jetzt habe ich hier schon den Stiefel fast abgezupft. Nee, doch, hätte ich machen können. Das ist ja also die unten die Stiefelschäfte, also die Stiefel selber kann man dann noch vom Unterschenkel abziehen und die auch dann einer anderen Figur anstecken. Aber die Bemalung, ja, wie gesagt, da habe ich mir zuerst ein bisschen Sorgen gemacht, weil ja bei der 2000X-Figur waren diese Schlangenmuster oder diese Schuppen doch erhaben dargestellt. So, und nicht in der Art, nicht wie diese Bienenwaben, die sie jetzt hier abbekommen hat. Wirkt ja doch eher mehr wie so ein Wabenmuster oder so ein digitales Muster irgendwie. Und hier ist halt bloß aufgedruckt, also nur flach. Und dachte ich so, naja, könnte eventuell ein bisschen daneben gehen, wirkt aber in Hand, also wenn man sie in der Hand hält, dann doch besser. Und das Gesicht, gut, der Mund war, glaube ich, auch so ein bisschen noch deutlicher, so ein nach außen hin mit so schwarzen Linien gezeichnet. Mehr wie so ein breiter Schlangenmund. Und hier ist nicht ganz so deutlich zu erkennen. Aber trotzdem okay. Ne? Und auch in den Innenseiten der Oberschenkel diese Struktur, wie es dann quasi beim Bauch der Schlange eigentlich ist, finde ich gar nicht so schlecht. Dazu noch in einer anderen Farbe. Nicht wie hier die Schuppen, die sind ja bloß, haben ja bloß die schwarze Umrandung, die die Schuppen halt andeuten. Und Innenseite der Oberschenkel ist halt nochmal mit einem helleren Grün abgesetzt, was dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen, genau wie halt das Dekolleté, also quasi die empfindlichen Stellen, nochmal quasi verdeutlicht. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Wahrscheinlich auch wie so eine Männeransicht oder so, keine Ahnung. So, die baue ich erstmal auch wieder zusammen. Aber ich finde sie, wie gesagt, echt nicht schlecht. Außer mit dem Pferdeschwanz, der meine ich aber oben auch, oder? Nee, der hängt damit dran, an den Haaren. Sonst von der Farbgebung mit dem ja mehr so bronzefarbenen finde ich gut gelungen. Ja, die weiße Geschichte, das hat sie ja quasi von der übernommen. Warum sie jetzt allerdings bei dieser Verwandlung auch nicht nur ihre Hautfarbe geändert hat, sondern gleich noch eine neue Rüstung bekommen hat, gut, ist dann halt so passiert, ne, dass dann da so Schulterklappen wachsen. Ah ja. Vom Halten her, mal gucken, wie das funktioniert, ob sie das gut halten kann. Den Stab kann sie in der Hand schon mal recht gut halten, sitzt aber trotzdem ein bisschen locker. Und beim Schwert sieht das auch so aus, dass das Schwert dann doch ein bisschen lose hängt zum Hinstellen. Ja, beim Spielen kann das doch schon mal leicht, wenn es irgendwo dann ne, gegen basht, dann rausfällt. Hält besser als bei der Soatila. So, jetzt nochmal die Gelenke noch ein bisschen in Form gebracht und dann stelle ich die Damen mal hier vorne nochmal nebeneinander, die ja quasi so gesehen hauptsächlich auf dem gleichen Sculpt, klar, kleine Änderungen, die Stiefel waren jetzt hier anders, dann auch entstanden sind. So, kommt wieder neben. So, es sind aber schon halt, ist ein bisschen kompliziert wieder. So, dann kommt die dahin. Eumel hier, packe ich mal an die Seite. Ja, sie habe ich noch dabei gelegt, die Evelyn, weil die ja auch nur ein Repaint der Standard-Evelyn war und dann eben nur heller dargestellt ist, dass sie eben dann zur... Da hatten sie es noch sehr einfach gemacht. Hier sind schon ein paar andere Teile dabei, vor allem auch das Rüstungsteil, was neu ist. Und so. Und die normale Tina noch daneben. Ja. Macht sich aber trotzdem ganz gut, diese Reihe. Und dadurch, dass sie alle unterschiedlich aussehen, dass man die Figurteile auch mischen kann, ist natürlich vom Spiel natürlich dann auch eine ganz andere Sache. In dem Sinn bedanke ich mich erstmal wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und es würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.